Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Seit Wochen bereiten wir uns auf die Afrika-Tour zur Rif Maroc vor. Ich habe euch davon schon vielfach erzählt und jetzt sind zwei Gründe aufgetaucht, warum wir vielleicht unsere Teilnahme absagen müssen. Ich hatte euch ja erzählt, dass wir mit dem Tesla Model S und per Dachzelt fahren wollen. Deswegen haben wir schon Mitte August uns oder Anfang August uns um ein Dachzelt bemüht. Doch da hieß es ja, mal gucken, ob wir überhaupt ein Dachzelt liefern können, denn die Saison ist vorbei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war relativ überrascht, dass Dachzelte eine Saison haben und dementsprechend haben wir natürlich nicht irgendwie Anfang des Jahres im Frühling oder so nach dem Dachzelt geschaut, sondern dann, als wir konkrete Tourplanungen hatten, also sprich zur Rif Maroc zu fahren. Dann ist zum Glück der Händler fündig geworden und hat uns gesagt, dass er uns ein Dachzelt liefern kann und auch das, was wir haben wollten, bis Ende September. Ende September habe ich natürlich dann mal nachgehakt, wo das Dachzelt bleibt. Der Händler hat das auch nach gehakt und jetzt ist es endlich gestern in München angekommen. Aber da es natürlich ein großes Paket ist, wird es mit einer Spedition geliefert und nicht einfach so mit einem Kurierdienst. Und deswegen ist unklar, ob es diese Woche überhaupt kommt. Da wir aber nächste Woche Dienstag losfahren wollen, wird das Ganze natürlich ziemlich knapp. Insofern drückt uns die Daumen, dass das Dachzelt rechtzeitig kommt. Das könnt ihr auch gerne machen, indem ihr unter dem Video den Daumen hoch macht. Ich hoffe, das hilft. Und dann haben wir zumindest das Wochenende noch Zeit, um uns so ein bisschen mit dem Dachzelt anzufreunden, denn wir wollten es natürlich ausgiebig testen. Ich wollte euch ausgiebige Vorabtests hier schon mal in Deutschland in Ruhe geben, denn auf der Tour sind wir natürlich auch immer viel unterwegs und da wird es ziemlich schwierig, viele Videos zu machen und da auch dann die entsprechende Qualität zu liefern, denn wenn man unterwegs ist, ist man draußen, dann ist man Wind, Regen und so weiter ausgesetzt. Und das ist dann nicht ganz so einfach wie hier sozusagen im Studium. Dadurch, dass wir jetzt wenig Zeit haben, euch vorher das Dachzelt zu zeigen, möchte ich euch ganz kurz mal hier sozusagen im Trockenen zeigen, um was für ein Dachzelt es sich handelt. Im Rahmen der Transparenz für euch ganz wichtig, ich habe dieses Dachzelt nicht gesponsert bekommen, sondern ganz normal gekauft. Ich bekomme von Autohome oder dem Anbieter, bei dem wir das gekauft haben, also auch kein Geld. Und dementsprechend ist das sozusagen ein völlig unbeeinflusster Test. Natürlich habe ich mich ausgiebig vorher informiert, welches Produkt ich kaufen möchte. Denn so ein Dachzelt ist schon eine größere Investition. Je nach Ausstattung kann man da zwischen 1500 und bis zu 7.000, 8.000 € zahlen. Wir haben uns ganz bewusst für ein Hartschalen-Klapp-Dachzelt entschieden. Das ist das, was du hier auf dem Video siehst. Im Prinzip ist es eine Box, die rund 1,30 Meter breit ist und 2,30 Meter lang und dann wie so eine Dachbox aufgeklappt wird. Warum haben wir das gemacht? Ganz einfach, wir wollen das Dachzelt natürlich nicht nur für Fahrten in die trockenen Klimazonen, zum Beispiel Marokko oder sowas nutzen, sondern auch im Norden, denn wir sind Skandinavien-Fans. Da ist es sinnvoll, dass man ein Dachzelt nimmt, denn es gibt durchaus auch Hubdachzelte, das sind auch Hartschalenzelte, die gehen dann einfach nur so gerade hoch. Die haben den Vorteil, dass man sozusagen über die gesamte Länge des Dachzelts dann die entsprechende Sitzhöhe hat, die allerdings für meine Größe viel zu gering ist. Die ist so in der Regel zwischen 90 und 1, also 90 Zentimeter und 1 Meter hoch und ich bin im Sitzen größer. Bei dem Klapp Zelt, wo dann nur eine Seite richtig hoch geht, ist die 1,50 Meter hoch. Das heißt, da kann ich dann auch ja, praktisch sogar noch knien oder zumindest problemlos aufrecht sitzen. Ein weiterer Vorteil eines Klappzelts ist, dass dann eben halt an der Seite nur der Stoff feucht wird, zum Beispiel durch Tau oder auch Regen. Das heißt, man hat relativ wenig Stoff dann in dem Zelt drin, der feucht ist, beziehungsweise man kann ihm halt wenig dann zum Beispiel mit einem Lappen oder sowas trocken machen. Bei einem Zelt, was dann parallel hochgehoben wird, ist der Nachteil, dass es eben halt windanfälliger ist und gerade in Skandinavien oder auch hier an der Küste haben wir doch häufiger Wind und da kann man eben halt so ein Klappdachzelt dann durchaus in den Wind stellen, sodass dann eben halt an der Fläche dann auch sowohl Wind als auch Feuchtigkeit abperlt. Insofern haben wir uns also für diese Variante entschieden. Es gibt auch noch die Dachzelte, die man dann so zur Seite wegklappen kann.
Die gehen dann sozusagen neben das Auto. Dagegen haben wir uns auch entschieden. Der große Vorteil dieser Zelte ist, dass sie deutlich größer sind. Also die können bis zu 1,60 Meter breit und 2,40 Meter lange Liegeflächen haben und haben dann in der Regel natürlich auch unter dem über das Auto rausgeklappten Bereich dann eine trockene Zone. Nachteil ist aber, dass man dann schon wirklich als Camper gilt und eben Platz zusätzlich zum Auto braucht. Dadurch, dass es durchaus sein kann, dass wir, wenn wir das Dachzelt nutzen, auch gleichzeitig laden und dementsprechend nicht unbedingt immer auf dem Campingplatz stehen, war es für uns wichtig, nur den Raum, den das Auto normalerweise als parkendes Auto verwendet, zu nutzen fürs Zelten. Und dann kann man durchaus auch in Diskussionen mit Ordnungshütern, wie auch immer, da diskutieren, dass das Ganze eben halt kein richtig großes Campingteil ist, sondern immer halt sozusagen einfach nur im Auto bzw. auf dem Auto geschlafen wird. Ja, das sind so die Überlegungen. Der große Vorteil hier bei Autohome, und das werden wir natürlich in der Praxis testen, ist die Materialqualität. Und zwar ist das natürlich wasserdicht, ist klar, aber auch sehr atmungsaktiv. Das heißt, es gibt noch einen anderen Anbieter, James Barrett oder Barrow wird ja ausgesprochen. Der hat eine Lüftung bei seinen Dachzelten. Dann dachte ich so, okay, Autohome hat keine, aber letztendlich braucht Autohome sie nicht. Und das Problem bei James Barrett ist, dass dort wohl viele Reklamationen wegen der Belüftung waren, weil dadurch Feuchtigkeit reinkommt. Und das sind ja alles Materialien, die so ein bisschen flexibel sind und arbeiten. Und das dicht zu bekommen, ist relativ schwierig. Insofern haben wir uns dann für Autohome entschieden. Der große Vorteil bei Autohome ist auch, dass es die Zelte in der X-Long-Version gibt. Also das ist dann 2,30 Meter lang. Und für mich als 2,6 Meter Mann natürlich sehr wichtig, denn im Schlafen brauche ich so ungefähr 2,16 Meter, denn man schläft ja nicht die ganze Zeit mit geraden Füßen, sondern kippt die an, beziehungsweise liegt die mal auf der Seite. Und dementsprechend haben wir jetzt hier 2,30 Meter in der Länge. Ich bin glücklich verheiratet, insofern haben wir gesagt, wagen wir das Experiment und nehmen nur das 1,30 Meter breite Modell. Warum nur so klein? 1,60 Meter wäre auch möglich gewesen, beziehungsweise 1,45 Meter. Ganz einfach, das Tesla Model S ist oben auf dem Dach nur 1,30 Meter breit. Das heißt, würden wir ein breiteres Dachzelt nehmen, hätten wir sozusagen wie so eine Art, ja, Spoiler oder was auch immer, Tragfläche oben auf dem Dach, die dann über das Dach selber ragt. Natürlich nicht über das Auto unten, denn das Model S ist oben am Dach schmaler und wird dann weiter unten breiter. Ein weiterer Punkt ist, dazu mache ich nochmal ein extra Video, dass der Dachträger natürlich auch nur eine gewisse Länge hat, also der ist bei uns zum Beispiel 1,35 Meter breit. Das heißt, wenn man ein 1,60 Meter Zelt hat, dann liegt das Zelt nicht komplett auf dem Dachträger auf. Und je nachdem, wie der Dachträger gestaltet ist, ist das eben halt ein Nachteil, weil dann die Stabilität an der Seite fehlt. Insofern haben wir gesagt, wir kriegen das hin. Wir sind sowieso schon viel im Campingbereich unterwegs und gewohnt, da ein bisschen schmaler zu schlafen als zu Hause. Insofern und drückt uns die Daumen, dass wir uns da nicht verkalkuliert haben. Ja, so das ist ganz grob das Thema Zelt. Ich werde euch das natürlich dann nochmal alles live zeigen, vermutlich nicht mehr vor der Abfahrt, denn ihr könnt euch vorstellen, am letzten Wochenende vor der Abfahrt haben wir natürlich viel zu organisieren. Wir haben schon viele Packtests gemacht, um so ungefähr abschätzen zu können, wie was wo ins Auto kommt. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich rechtzeitig anfangen zu packen, um dort alles unterzubringen, weil wir es möglichst optimal machen wollen. Wenn man am bzw. im oder aus dem Auto lebt, ist natürlich nichts nerviger, als wenn man ständig das ganze Gepäck ein- und ausräumen muss, so wie wir das zum Beispiel bei unserer BMW i3 Tour zum Nordkap machen mussten, weil der Kofferraum einfach so klein war, dass wir da alles mehr oder weniger reingepresst haben. Und wenn wir dann irgendwo unten ran wollten, mussten wir natürlich alles packen. Was ist der zweite Grund, warum wir eigentlich die Reise absagen müssen? Das ist ein bisschen scherzhaft der Grund. Denn gestern waren wir beim ADAC und haben uns mal die Route planen müssen lassen. Es ist so, da muss man fairerweise sagen, der ADAC ist auf dem Weg in die richtige Richtung. Er hat ja die Initiative Wir machen Deutschland e-mobil. Dementsprechend kann man sich jetzt, und das konnte man letztes Jahr zum Beispiel nicht, auch eine Route für Elektroautos planen. Allerdings, wir kommen nicht nach Marokko.
Also zum einen gibt es keine Informationen zum Thema Marokko beim ADAC, weil da keiner mit dem Auto hinfährt. Okay, wir machen es. Und zum anderen endet die Route so ein bisschen südlich von Barcelona, zwischen Barcelona und Valencia, mit der 98. Ladestation im Nirgendwo. Und die restlichen, ja, das müssen, denke ich mal, so 1500 bis 2000 Kilometer sein, müssen wir das Auto schieben, gibt es keine Ladestation. Scherz beiseite, es ist so, dass wenn man sich hier oft, also bei der Routenplanung auf den ADAC verlassen will, man einfach nicht dahin kommt, wo es wirklich möglich ist. Offensichtlich ist bei der Routenplanung die Supercharger-Infrastruktur nicht berücksichtigt worden. Wir haben hier also wirklich eine Auflistung aller an der Route befindlichen Ladestationen, das finde ich schon mal ganz gut, mit den jeweiligen Betreibern, sodass man rein theoretisch dann auf der Basis dieser Informationen sich dann selber die Betreiber raussuchen könnte, um zu sehen, wer dafür zuständig ist, ob man eine Ladekarte braucht oder nicht. Es ist also nicht so etwas Komfortables wie der Going Electric Routenplaner oder der A Better Route Planner. Wir haben natürlich kein Problem nach. Wir fahren über den Fährhafen Algeciras. Das ist also kein Problem, da hinzukommen mit dem Supercharger-Netzwerk sowieso. Ansonsten, da muss ich dem ADAC recht geben, ist die Situation von der Ladeinfrastruktur im Süden Spaniens nicht ganz so gut. Es gibt viele Destination Charger und dementsprechend kann man dann gegebenenfalls im Hotel laden, wenn man übernachtet. Aber auf jeden Fall kann man sich nicht auf die öffentliche Ladeinfrastruktur verlassen. Auf dem Rückweg wollen wir dann über Madrid fahren. Auch da gibt es selbst im Supercharger-Netzwerk relativ große Lücken, also teilweise bis zu 280 Kilometer kein Supercharger. Das ist, weil wir mit dem Dachzelt fahren, durchaus ein Thema, denn ich weiß noch nicht genau, wie der Verbrauch sich durch das Dachzelt verändern wird. Normalerweise, gerade so bei den Temperaturen, die aktuell in Spanien herrschen, dürfte es kein Problem sein, 350 Kilometer auf der Autobahn weit zu kommen, denn da kann man ja 120 fahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da sollten wir so 350, 360 Kilometer weit kommen. Aber mit dem Dachzelt ist es natürlich was anderes und es ist auch ziemlich mühsam, am Supercharger dann auf 100% zu laden, um zum nächsten zu kommen. Dementsprechend könnte es da eng werden und ich habe mir dann also auch noch einen spanischen Ladekartenanbieter organisiert, den ich über die App und verbundene Kreditkarte dann nutzen kann. Ja, soweit der aktuelle Stand. Drückt also die Daumen. Mit dem Daumen hoch beim Video, dass das Dachzelt rechtzeitig ankommt. Im schlimmsten Fall wird es noch am Montag gehen, aber das muss auch noch montiert werden. Am besten also soll es Freitag kommen. Und bei der Routenplanung werden wir uns nicht auf den ADAC verlassen, sondern auf den A Better Route Planner bzw. den Going Electric Forum Route Planner. Denn in Afrika versagen viele andere Routenplaner, da mussten wir also auf den Going Electric Routenplaner zurückgreifen, denn selbst das Tesla Navi funktioniert ja dort nicht mehr, weil wir nicht mehr in Europa sind. Soweit zum aktuellen Stand. Schön, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich freue mich, wenn du, falls du es noch nicht getan hast, mein Abonnent wirst. Klick einfach auf das Elektroauto und Point of Interest und stell die Benachrichtigung ein, damit du zum Beispiel solche Sondervideos wie heute dann auch angezeigt bekommst von YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Dirk Henningsen.